Ja, willkommen zurück zur Lösung, zur möglichen Lösung des Gender-Problems in der deutschen Sprache. Heute der dritte Teil und heute geht es um die Deklination, wie wir die vereinfachen können. Wenn du Lust hast, da zuzuhören und Ideen zu sammeln, dann schau jetzt rein. Ja, die Deklination ist ein Thema, das natürlich auch von der Gender-Thematik betroffen ist. Wir haben ja den typischen Satzaufbau Subjekt, Prädikat, Objekt. Das mit dem Subjekt, das haben wir uns im ersten Teil schon angeschaut, wie wir dann nicht gendern können, indem wir eine übergeordnete Schreibweise finden. Zum Beispiel statt der Lehrer, die Lehrerin, de Lehrerie. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil ging es um den Plural. Heute geht es darum, dass wir das Prädikat mal auslassen, weil das meistens nicht mit einer Gender-Thematik belegt ist. Zum Beispiel der Lehrer hat recht. Die Lehrerin hat recht, das hat, das Prädikat ist in dem Falle ja gleich. Das ist schon mal eine gute Nachricht für deutsche Sprache, das muss auch nicht in jeder Sprache so sein. Aber wenn wir uns das Objekt nun anschauen, dann wird es spannend. Und wir haben ja im Deutschen vier Fälle, im Gegensatz zu anderen Sprachen, wo die Fälle meistens auch unterschiedlich sein können. Ich habe noch in der Schule Latein lernen müssen. Und dort haben wir ja sechs Fälle mit Vokativ und Ablativ mit dabei. Und im Deutschen haben wir ja den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Ich denke, ihr wisst das alles noch, deswegen nur zur Verdeutlichung nochmal. Also vier Fälle. Und wir haben noch Fragewörter danach. Zum Beispiel bei dem Nominativ ist die Frage, wer war das? Oder dem Genitiv, wessen, also zum Beispiel wessen Schuhe sind das? Bei dem Dativ haben wir wem gehört das zum Beispiel? Und bei dem Akkusativ haben wir das wen, ja, wen betrifft es zum Beispiel? Jetzt bilden wir mal einen Satz und schauen mal, wie dann diese Genderisierung da reinspielt. Wie zum Beispiel, es war der Lehrer. Es könnte ja auch genauso gut sein, es war der Lehrer oder die Lehrerin, wenn ich das Geschlecht nicht weiß. Ja, also auch da wieder die Frage, wie können wir das aufbauen? Einfach dort, wie beim Subjekt auch, es war de Lehrerie. Punkt. Erster Fall abgehandelt. Neutral über alle möglichen Geschlechter hinweg das Gleiche. Dann der Genitiv. Es waren des Lehrers Schuhe. Das ist ein Genitiv, wessen Schuhe? Des Lehrers. Aber es könnte ja auch sein, dass die Schuhe der Lehrerin waren. Also müssen wir überlegen, wie können wir das genderneutral verpacken. Es waren des Lehreris Schuhe. Oder es waren de Lehreris Schuhe. Beides vielleicht möglich. Das sollen aber die Sprachwissenschaftler nun rausfinden. Also auch da haben wir die Möglichkeit, sehr einfach unsere Sprache zu erlangen. Und zwar sehr einfach durch das gleiche Konzept wie im ersten Teil. Ja, und der Akkusativ ist zum Beispiel, ich fragte den Lehrer oder die Lehrerin nach ihren Schuhen. Auch da haben wir mehrere Sachen drin. Also die Frage ist nun, wie kann das aussehen? Ich fragte de Lehrerie nach de Schuhe zum Beispiel. Und das ihre oder ihre müssen wir da auch entsprechend ersetzen, aber da gibt es wahrscheinlich noch einen vierten Teil dazu, sodass wir jetzt diese Deklination auch geregelt haben. Ja, und ich habe noch ein paar Schmankerl für den vierten und fünften Teil, also bleibt gespannt. Es wird nämlich dann interessant, wenn wir weg von Menschen gehen, zum Beispiel zu Tieren. Auch da gibt es ja männlich und weiblich und das ist auch eine Gender-Thematik. Vielleicht nicht für unsere Menschen, aber auch Tiere wollen möglicherweise richtig angeredet werden, bevor ich dann in ein falsches Fahrwasser reinkomme. Also es bleibt spannend, mit einem kleinen Augenzwinkern dabei. Aber ich habe ja schon einige Follower und die Diskussion ist ja gut entbrannt schon. Also bis zum nächsten Teil. Dirk Lin.